Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ratchet & Clank 3 mit mir, Zavex. Und wir befinden uns auf dem Raumhafen, wo wir den Kreuzer von Dr. Nefarious suchen. Und in der letzten Folge haben wir Courtney Gears richtig eingeheizt und sie aus den Charts regelrecht herausgekickt. Und nun wandern wir einfach. Wir haben Captain Quark ignoriert. Nur zwei Waffen. Oh. Ich glaube, wir haben ein paar viel zu viele Waffen hier dabei. Ich glaube, wir dürfen nicht erwischt werden. Daher würde ich sagen, begeben wir uns dadurch deswegen guten Täten direkt weiter. In der letzten Folge habe ich hier auch noch direkt um die Ecke einen Bolt gefunden, was auch sehr nett war. Aber nun schwingen wir unser Ding umher. Yay! Das ist ein Gegner. Der hat uns noch nicht gesehen. Das ist Zeit. Scusi. Haben Sie das gesehen? Nee, das ist doch schön. Waffen, die zu groß für die Gepäckfächer über den Sitzen sind, müssen als Durch meine Schutzwand habe ich einfach durchgeschossen. Ich habe Geduld gehabt, habe die Luft angehalten und dann habe ich geschossen. Yeah. Nice. So, können wir jetzt einfach mal... Okay. Ich glaube, ich benutze noch mehr als die Sniper. Bäm. Bäm. Oh, ich habe ihn getroffen. Haha. Das hast du verdient, mein Freund. Mensch, warum verklicke ich mich denn die ganze Zeit? So, wie darf ich normal rüber? Hier darf ich dann normal rüber. So, Spiel. Das sagst du mir? Ich tue das so ähnlich. Kann ich dich eigentlich einsaugen? Nö. Du wirst von deinem eigenen Freund getötet. Kann ich auch mitleben. Ich hab dich da oben getroffen. Oh, der da oben ist fies. Bäm. Aber ich hab getroffen. Und ein weiteres Level Up. Mensch, die Level Ups der Waffen sind ja nicht zu unterschätzen. Nicht wenig. Kommt aber auch einfach daher, dass die Waffen jetzt viel häufiger leveln als zuvor. Oh Mann. Kann's auch mehr Action geben. Bäm. Schnaggewuggel. Ach da. Da geht's nicht weiter. Nö, da geht's nicht weiter. Aber was ist hier? Hallo, Freunde. Da ist einer. Da ist ein... Oh, wow. Das sind die gleichen. Oh Gott. Da ist was hinter der Wand. Ah. Ich sehe. Was du meinst, Spiel. Aber es gibt sinnvollere Waffen. Zum Beispiel unsere kleinen Freunde. Dann kann ich mich wieder mit anderen Dingen beschäftigen und die machen das schon. Das ist gut. Yeah. Was ich ein bisschen schade finde, sind einfach, dass wir schon lange wieder keine Sprungpassage mehr hatten. Einfach nur ziemlich große Wellen an Gegnern immer. Bäm. Oder recht kurze Sprungpassagen. Die sind ja meistens auch irgendwo immer da. Hey, Jungs, macht euer Ding. Macht sie fertig. Wo sind denn meine Jungs? Sind weg. Sind einfach weg. Kam nicht mit. Leute, das geht doch nicht. Es geht doch nicht. Dann halt so. Dann macht das Ding halt den Job. Dann macht halt das Ding den Job. Kann auch so machen, ne? Also. Hey, ich will die kaputt schlagen. Macht der Turm schon echt alles. Der Turm ersetzt mich. Guckt mal, Leute. Ihr müsst doch schießen. Yeah. Oh, die Türme, die leppen ja gleich. Ist ja auch gut. Mach ihn fertig, Turm. Mach ihn fertig. Du kannst das. Oh. Der Turm war doof. Oh, Ninja. Ha. Not today, Ninja. Not today.
Yeah. Ich mach gar nichts mehr. Ich schieße einfach nur noch ein paar Türen rum. Die leveln hoch. Haben wir wieder neue Munition. Und dann warte ich wieder. Das ist ein Plan. Ein sehr entspannter Plan. Und da ist ein Item. Yeah, Item. Was bist du für ein Item? Sag es mir. Hohoho, du hast den Bolt-Treiber. Das bedeutet, du kannst jetzt auch weiter entfernte Bolts aufnehmen. Organische Lebensformen. Das ist ziemlich gut. Ich glaube, das gefällt mir. Das schadet nie, wenn man die Balls aus größerer... Ja. Das ist perfekt. Jetzt kann man den Smash nehmen und dann die Balls dann weitergreifen. Und dann würde ich mal sagen, hoffen wir uns jetzt mal ein paar Sachen. Ah, ist so teuer. Und sagen, Captain Quark, hallo. Hallo, Affe. Hallo? Oh, wir müssen ganz zu ihm ran. Okay, jetzt aber. Hallo. Wir wollten diesen Dschungelblödsinn doch vergessen. Es war Paarungszeit. Wie sollte ich wissen, dass sie deine Schwester ist? Ja. Wie lange seid ihr beiden denn schon hier? Zu lang. Ja, dann Schluss mit der Trödelei und an die Arbeit. Mit diesem Shuttle infiltrieren wir unbemerkt den Sternenkreuzer. Einmal an Bord suchen wir Nefarius und bringen's zu Ende. Seid ihr bereit? Yay, wir bringen's zu Ende. Dann tun wir das. Auf in den Kreuzer. Oder haben wir irgendwas vergessen? Haben wir was vergessen? Nö, ich denke nicht. Yay, rein geht's. Beifahrer. Ah. Hey, was soll das werden? Rutsch rüber, ich fahre. Nein, danke. Ich möchte ganz gern Highland kommen. Wegtreten, Soldat. Ich bin immer noch dein Captain. Captain am Arsch? Warte! Nicht auf die Steuerknüppel! Es ist so still. Gar nicht gut. Wieder einmal hat mein glänzender Plan den Gegner völlig überrumpelt. Nachricht empfangen. Was, Clank? Nichts. Wir trennen uns und durchsuchen das Schiff. Aber denk dran, Nefarius gehört mir. Nur wenn wir ihn nicht zuerst finden. Komm, Clank. Jetzt muss er fürs Geld bezahlen. Oh yeah. Das muss er wohl. Boom. Schakalaka. Das muss ich nicht mal einzeln zerschlagen. Muss ich das eigentlich vorher? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. Ah, ich weiß. Ist immer noch so teuer. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei gewissen Zwischensequenzen so kleine Mini-Ruckler geschehen. Aber das ist jetzt nicht von der Aufnahme, das ist jetzt tatsächlich vom Spiel. Ne? Kann die PS3 etwa diese super krasse Technik da nicht aushalten? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir fangen wieder mit dem Flugsgewehr an. Da fingen wir sonst auch schon immer ganz gut an. Ein paar Holo-Schilde vorab. Und dann haben wir die Ruhe selbst. Boom. Ups, daneben. Jetzt getroffen. Hey. Boom. Ups. Oh, ich muss schnell machen. Du steht das hält nicht ewig. Da war was. Aua, aua. Das war unnötig. Boom. So typisch. Du willst dich mit mir anlegen? Ups, daneben. Jetzt aber. Boom. Level up. Auch zu Nummer 4. Das ist richtig gut. Die kriegen richtig Level für die Waffen. Und wenn die Waffen Level kriegen, sind sie stärker. Das ist allgemein so eine Sache, die man bei einem Spiel immer beachten sollte. Immer schön die Waffen möglichst zu benutzen, die noch kein Maximum Level haben. Denn wenn man die Waffen nicht levelt, beziehungsweise die Rüstungsverbesserung nicht kaufen tut, dann macht man sich das Spiel insgesamt deutlich schwerer, als es sein müsste. Und das ist ja etwas, was wir ja nicht unbedingt wollen. Und daher... Jungs, das war schon krass. So, jetzt machen wir mal wieder den Weg frei. Yeah. Zerschmettern macht auch Spaß. Zerschmetterung. Schmetterung.
mehr Schmetterwurm. Oh. Hallo Leute. Von heute. So, spürt diese Waffe des Todes. Ich glaube, ich brauche noch eine zweite Waffe des Todes. Jap, jap, jap. Wunderbar. Das läuft doch jetzt wirklich wie am Schnürchen. Oh. Bitte, Ninja Mann. Don't do this. I need a level up. I got this level up. Nee, oh, falsch, falsch. Schieße auf mich, dann schieße ich zurück. Tada! Tada! Tada, tada, tada. So, die Kleinen. Die Kleinen müssen back in action sein. Ups, dann wäre ich heruntergefallen. Die Kleinen können leider noch nicht fliegen. Das macht das dann insgesamt etwas schwerer. Wenn die jetzt mal fliegen können. Oh, die sollten theoretisch fliegen, wenn sie hoch genug das Level haben. Dann sind sie nochmal deutlich besser. Meiner Meinung nach. Ihr könnt doch noch nicht fliegen, oder? Ihr könnt so ein bisschen springen. Aber fliegen? Nee. Wobei ich ja fliege. Oh, das ist ja eine schöne Statue. Kann man die ja nicht kaputt machen? Theoretisch, ne? Das blinkt doch grün, oder? Hm, scheint nicht so. Schade. Hätte ja auch irgendwie ein Secret sein können. Ich weiß es nicht. Rakete! 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 Und dem einen ist das scheißegal. Beste Wachen ever! Wunderbar. Boom! Yay, alles! Take it all! To my much monies! Kann ich wenigstens mal etwas besser Geld, Punkte, Bowls aufsammeln? Das läuft. Ah! Da, noch so viel mehr! I need it all! Wir wollen ja alle Waffen kaufen. So. Oh, da war ja oben was. Oh nein! Wir müssen den Fahrstuhl kriegen, ganz schnell! Puh, ich dachte, ich würde verpassen. Immer herein, die Herren. Wir haben sie schon erwartet. Das Gesindel ist da, Sir. Captain Quark! Sie haben etwas zugelegt seit dem letzten Mal. Ach ja, Courtney Gears schien das nichts auszumachen. Darum bin ich ja so froh, Janice. Fühlst du's? Mein Herz klopft wie wild in meiner Brust. Oh, das ist für mich das Beste am Tag. Ich werde das letzte Wort haben. Ich habe euch hergelockt, um euren Tod mitzuerleben. Selbstzerstörung eingeleitet. Zeit zu sterben. Lawrence, teleportier uns hier raus. Natürlich, Sir. Lawrence? Das ist nicht lustig, Lawrence. Worauf wartest du noch? Das Schiff fliegt jeden Moment in die Luft. Ich glaube, ich habe was Wichtiges entdeckt. Ich kann es nicht hier lassen. Wir treffen uns gleich am Shuttle. Okay. The time. Oh Gott. Wir müssen weg. Destruction everything. Aber wir nehmen die Gegner mit. Ich sagte, wir nehmen alle Gegner mit. Also so viel Zeit muss... Nee, so viel Zeit ist nicht. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Das war knapp. Kleine Leute, tut eure Pflicht und rettet mich. Kleine Leute, macht das schon. Nun, bleibt noch. Ich weiß es nicht mehr. Drüber. Okay, war machbar. Komm schon, Quark. Schneller! Wir müssen jetzt los. Nicht ohne Quark. Er hätte auch gewartet. Glaub ich. Schön für ihn. Warte! Das Ende.
einer Legende. Einer epischen, netten, klugen Person. Der kein Egoist war. So traurig. Wir alle sind froh, dass ihr gesund zurück seid. Hast du bemerkt, ob noch jemand anderes den Kreuzer verlassen hat? Eine Rettungskapsel oder ein Shuttle? Irgendwas? Tut mir leid, Ratchet. Wir haben alles über Funk verfolgt. Du hattest keine Wahl. Captain Quark starb als Held. Manchmal haben wir bis früh morgens im Fitnessstudio herumgetollt. Captain Quark hatte so viele, gute Eigenschaften. Wer erinnert sich nicht? Zum Beispiel? Er war wirklich groß und hatte einen einzigartigen Geschmack und ein echt großes Kinn, das sah aus wie irgendwie, wie ein Hintern. Jetzt habe ich aber auch genug geplappert. Ich habe es gerade erfahren. Ich wollte dem Team mein Beileid ausdrücken. Quarks Tod ist eine wahre Tragödie. Der Mann war ein Held. Tapfer, aufrecht, freundlich und so bescheiden. So ein Haufen Blöd. Captain Quark mag fort sein. Doch sein unbeugsamer Heldenmut lebt in euch weiter. Das Q-Team wird unseren toten Captain mit Stolz erfüllen. Weitermachen, Männer. Das war eine Post für Quark. Es ist der vierte Teil der Quark-Spielereihe. Hier, nimm es während seinem Sinn. Danke, Al. Vielleicht gibt es uns einen Hinweis, was Nefarius als nächstes plant. Yeah, wir haben das vierte Quark-Spiel. Happy. Yeah. Oh, falscher Moment. Quark ist tot. Wir müssen traurig sein, oder wir sind traurig. Wir sind so traurig, dass wir die Folge beenden werden. Wir müssen da drüber hinwegkommen. Halt den Mund, Typi. Wir müssen trauern. Und deswegen beende ich auch hier die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr einen Tod eines des Helden mit anblicken konntet. Und wenn ja, dann schaltet einfach in der nächsten Folge wieder an. Wenn es weitergeht. Bei Ratchet & Clank 3 mit mir, Psyvex. Ciao.